eigentlich auch wirklich eine Ehre, dass Sie bei uns sind, weil Sie sind ja als Präsident des HDE der erste Händler im Staat, sowie der Bundespräsident in der Politik. Ich habe mich schon gefragt, warum es so lange gedauert hat, dass Sie mich eingeladen haben. Also weil Sie erst seit anderthalb Jahren Präsident vom HDE sind. Damit habe ich mir das so wieder eingefangen. Vorher waren Sie nur CEO von Intersport, das hat nicht ausgereicht. In der Fußstadt für Aber zumindest haben wir mit Heilbronn unsere Wahlheimat gefunden, wir drei. Wir können alle nicht von hier, das ist wahrscheinlich unschwer hören. Daher passt es. Ja. Aber es ist ja so, Heilbronn ist ja nun wirklich jetzt der Nabel des Handels, der Sitz des größten europäischen Händlers, Sitz der größten Handelshochschule, sind wir. Ja. Und wir stellen als Heilbronner sozusagen den Bundespräsidenten im Handel. Was können wir noch mehr erreichen als Heilbronner? Wir haben jetzt voll jetzt Einfluss. Darüber muss ich nachdenken, ob wir noch mehr erreichen können. Ich bin aber sicher. Es gibt da noch andere Dinge. Ich meine, die Schwarzgruppe, wir sind ja hier auch im Campus, investiert sehr stark. Das ist wirklich eine tolle Situation, die Heilbronn geschenkt bekommen hat. Und das gibt es nicht überall in Deutschland oder Europa, dass man so einen Mäzen hat, der sich einsetzt. Und das Zweite, auch diese Veranstaltung, ich habe das Ihnen vorhin gesagt, also ein Handelskongress im November, so 1200, 1300 Teilnehmer und hier mit 500. Ein paar Plätze sind leer, die können wir streichen, aber 500 Teilnehmer, das ist schon ordentlich, gehört zu den größten, wenn nicht sogar Top 3 in Deutschland, also Chapeau. Also vorher haben Sie gesagt, mal zwei größte. Das haben wir noch nicht so betrachtet, freuen wir uns sehr drüber. Ich kann Ihnen immer versprechen, wir werden nicht versuchen, den deutschen Handel, also Ihre Veranstaltung, zu überbieten. Dann müssen wir hier aus den Räumlichkeiten raus, wir können natürlich ins Stadion nach Sinsheim gehen. Wettbewerb ist immer gut, Sie wissen das, wir haben gerade über Marken gesprochen, Sie müssen schon was tun, nicht mehr dranbleiben. Ja, für uns ist Qualität wichtiger als Quantität. Der Professor hat immer eine Hand. So, heute sind Sie aber eher aus unserer Sicht in Ihrer Rolle als Präsident des HDE, weil wenn man den Bundespräsidenten fragen will, dann macht man es lieber als ein Minister, CEO Intersport. Die gradieren jetzt ins CEO ein bisschen, ne? Das wissen Sie schon. Ich habe doppelte Zeit, so einmal HDE und dann einmal Intersport. Was soll denn mit dem Intersport? Dann machen wir doch noch ein paar Intersport-Fragen. Wir haben am Schluss eine Intersport-Frage, ob Sie wirklich gestellt haben wollen, nämlich warum es in Heilbronn kein Intersport mehr gibt. Aber das stellen wir jetzt erstmal zurück. Das gibt es doch. Also, den gibt es doch. Ja, aber kann ich schnell beantworten, mache ich direkt am Anfang. Gibt es hier, um die Ecke. Das ist aber doch der Grabert aus Öhringen. Ja, aber es ist Intersport. Achso, oder? Okay, also, okay. Und wir arbeiten auch an anderen Dingen. Wir fangen mit dem normalen. Rollo hast du dich auch entwickelt, Sie wissen das ja. Ja, genau. Vielleicht ganz interessant jetzt aus unserer Sicht und ich glaube auch für alle Teilnehmer ist, es gibt in Lüttich einen kleinen Regionalflughafen, da kommen jeden Tag 2,5 Millionen Pakete aus China an, von Temu und Shein. Und wir gucken alle so zu und gucken, was passiert. Und eigentlich passiert gar nichts, außer dass sie zu Hause bei uns ankommen. Aber wie ist ein Binnenmarkt in Europa ausbildet, was absolut richtig ist, mit gewissen Standards, Qualität, Arbeitssicherheit etc. Was man da entwickelt hat, muss man auch schützen. Ja, ich bin nicht jemand, der auf Zoll etc. aus ist, aber es muss reguliert werden, man muss gleiche Erwartungen haben, gleiches Level Playing Field haben, um den Handel und die Industrie, den darf man nicht vergessen, wir sind hier nicht nur der Handel, der davon betroffen ist, sondern auch die Produzenten, um da auch gewisse Rahmenbedingungen zu setzen, dass wir erfolgreich arbeiten können. Chinesen, ich war die letzten 6 Monate zweimal dort, verstehen immer nur eine Sprache, dass man auf Augenhöhe klare Rahmenbedingungen setzt. Die Chinesen würden uns Deutschen nie erlauben oder irgendeiner anderen Nation, Waren unter unseren Rahmenbedingungen, die wir gemacht haben, dort einzuführen. Nein, sie haben ihre Rahmenbedingungen, die sie setzen und die müssen wir verfolgen. Gleiches muss man den Chinesen sehr deutlich sagen. Und ich bin immer wieder überrascht, dass unsere Politik und unser Klima- und Wirtschaftsminister war ja vor wenigen Wochen auch in China, dass er nicht da klar Position bezieht. Das überrascht mich schon. Ne? Immer kernige Ansagen hier in Deutschland, aber wenn man dann vor Ort ist, kernige Ansagen, was Menschenrechte betrifft, aber ansonsten hält man sich zurück, was die Vertretung der Wirtschaft betrifft. Und Klima alleine reicht nicht, wir müssen da zusammengehen. Was das hier für uns bedeutet, wir müssen versuchen, wir hatten gerade das Thema Marketing, TikTok ist ja sehr marketingstark, auch mit Mitteln oder Instrumenten, die zu hinterfragen sind, aber wir müssen uns dort auch stärker positionieren und Vertriebswege auch mit bedienen, um dort uns auf gleicher Ebene aufzusetzen. Ich glaube aber nicht, dass wir diesen Wettbewerb bestehen können, weil er ungleich ist, weil er extrem unterstützt wird von staatlicher Seite in China. Ich will Ihnen auch sagen, warum. Wenn Sie nach China kommen und
in die Produktionsunternehmen reingehen und sich anschauen, was da in den letzten 18 Monaten passiert ist. So haben wir folgende Rahmenbedingungen zu sehen. Europäische Produzenten haben sich, weil sie ihre Sourcing-Strategien komplett umgestellt haben, können sie große Food- und Non-Food-Konzerne fragen, aus dem chinesischen Markt mehr oder weniger zu großen Prozentanteilen zurückgezogen. Wird man sagen, von den 100%, die mal da waren, sind vielleicht noch 40-50% vor Ort. Der Rest ist in andere asiatische Staaten. In welche Richtlinien aussehen, um das vielleicht ein bisschen zu stoppen? Ja, also Zoll ist immer die erste Reaktion, die man dann schnell parat hat. Ich glaube, dass das nicht der richtige Weg ist. Die Chinesen verstehen eine Sprache, dass man sagt, passt mal auf, ihr müsst gewisse Rahmenbedingungen setzen, die Qualität. Und wir hatten jetzt vor, ich glaube, einer Woche ein Interview mit dem Timu-Chef in, ich glaube, es war die FAZ. Wenn Sie wissen, welche Rahmenbedingungen einzuhalten sind, wenn man das aktiv auch positioniert und wenn man dann auch mal Lieferungen zurückhält, sie einfach mal 4 Wochen stehen lässt, dann verstehen die das schon. Und das ist, glaube ich, muss ins Operationalisieren kommen, man muss ins Doing kommen, einfach ein paar Signale setzen, dass das so in einem geschützten Raum nicht geht, dass wir das nicht wollen. Und schauen Sie, der Zoll hat mal 5.000 Pakete untersucht, 5.000. Jetzt tippen Sie mal, wie viel davon nicht einführungsfähig waren. Ja, 95%. Also Sie kennen das, okay, ganz klar. Gut vorbereitet. Ich habe selber ja auch mal in China eingekauft und habe da auch meine Erfahrungen gemacht. Also großes Problem, aber wir müssen aktiv dagegen gehen. Das ist überhaupt nicht gut und man wundert sich, in den Statistiken fehlt irgendwie Umsätze. Ist Ihnen das mal aufgefallen? Das sind die ganzen Handelsumsätze, die eben aus China kommen. Direkt an den Konsumenten. Dann sind wir schon bei den Spielregeln. Da gibt es ja, das hatten wir gestern auch schon mit Herrn Werner diskutiert, das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Das gehört zum Lieferkettengesetz. Was jetzt die Deutschen sind vorgeprescht, jetzt kommen die Europäer, da haben wir zumindest in Europa mal einheitliche Spielregeln, was ja schon nicht so schlecht ist. Wie würden Sie es einschätzen? Ist das eine gute Sache, ist das eine schlechte Sache? Und ist es nicht eigentlich so, dass die großen Händler, für die ist das doch eigentlich, die haben es eh gemacht? Und das sind doch eigentlich nur die, die ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben. Und die müssen jetzt endlich mal gucken, wie sieht denn meine Lieferkette überhaupt aus? Das ist doch eigentlich eher eine gute Sache, oder? Also, über das Thema reden wir jetzt schon, ich weiß nicht, wie viele Jahre. Ja, ja. Ein CSU-Minister hat das ja mal ins Rollen gebracht, Herr Müller. Ich gucke lieber nach vorne. Der Rückspiegel ist in der Regel kleiner. Wir haben jetzt Rahmenbedingungen. Ich hoffe, dass die Koalition das jetzt wirklich wahr macht, dass sie das deutsche Gesetz nicht scharf schaltet, um einen gewissen Übergangszeitraum zu haben. Klar ist, die großen Unternehmen haben mit großen Investitionen, großen Bemühungen sich darauf vorbereitet und könnten das jetzt auch entsprechend umsetzen. Es gibt sehr viele Ketten, die sagen, jetzt lasst es laufen, weil wir haben investiert, wir wollen jetzt auch diese Wettbewerbsvorteile entsprechend nutzen. Fair enough. Der mittelständische Handel ist da teilweise noch nicht so weit und hat auch noch Probleme damit, diese Lieferkette im Detail auch umzusetzen. In dem Moment, wo man hoheitliche Aufgaben an Unternehmerinnen und Unternehmer gibt, wird es schwierig aus meiner Sicht. Und das ist da passiert, aber schon vor Jahren. Jetzt müssen wir damit umgehen und lassen Sie uns das, was Europa uns jetzt schickt, in der Verordnung in Deutschland auch umsetzen und dann sehen, wie man damit umgeht. Ich glaube immer noch, und Christoph Werner wird dasselbe gesagt haben, dass da deutlich überzogen ist und dass man deutlich in unternehmerische Rahmenbedingungen eingegriffen hat, die der Staat einfach nicht so machen sollte. Aber wir kriegen es nicht zurückgedreht. Also wir müssen jetzt damit leben. Es gibt viel größere Themen wie die Zahlungsverzugsverordnung aus Europa oder die Entwaldungsrichtlinie, die jetzt noch kommt in den nächsten Monaten. Da müssen wir ran und versuchen, das noch zu verhindern. Das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz ist durch. Es wird umgesetzt in den nächsten 2 Jahren und damit müssen wir leben. Anderes Thema, großes Thema Innenstadt. Gucken schon, ja, großes Thema immer. Zitat von Ihnen, es ist an der Zeit, neue Wege zu gehen. Das erfordert ein Zusammenwirken von Politik, Handel, Kommunen, Immobilienwirtschaft, Gastronomie und Kultur und ein Gesamtkonzept mit kreativen Lösungen. Sicherlich zunächst in diesem Interview eine politische Politikeraussage. Butter bei den Fischen, was bedeutet das? Können wir für Heilbronn festmachen? Was müsste Heilbronn jetzt tun? Eigentlich jetzt unbedingt, welcher Laden da sein soll. Was müsste Heilbronn zum Beispiel tun, weil die Innenstadt in Heilbronn ja auch viel diskutiert wird, auch in der Öffentlichkeit, Heilbronner Stimme etc. Es gibt ja viele kontroverse Diskussionen jetzt hier in Heilbronn. Nächste Woche am 17. gibt es wieder eine Veranstaltung, da darf ich auch mitwirken.
mit den Immobilienbesitzern. Also sehr interessant, was da zurzeit läuft. Harry Merkel ist ja auch jemand, der aktiv dabei ist, obwohl das auch nicht immer positiv besprochen ist, auch das wissen wir. Dafür sind aber Politiker auch da. Es gibt Möglichkeiten und man kann dieses Thema Innenstadt nicht von einer Stadt auf die andere transportieren. Es gibt sehr gute Beispiele, wie zum Beispiel Münster. Ähnlich könnt ihr mir vorstellen, dass Heilbronn auch sich entwickeln kann, weil Münster auch eine Universitätsstadt ist, die sehr dynamisch unterwegs ist. Mit Standardrezepten kann man dieses Thema nicht rangehen. Ich habe gestern oder am Montag in einem Interview gesagt, wir entwickeln uns hin und das ist eine generelle Aussage, wenn die Stadtplaner nicht aktiv das Leben zurück in die Städte holen, auf einem Weg, dass wir eher über Museen sprechen als über aktive Städte. Und dazu gehört eben auch, dass man nicht doktrinartig das Auto aus den Städten verbannen sollte, sondern sich genau anschauen sollte, ist der ÖPNV schon so weit, dass er die Bedingungen, die es braucht, um Menschen, die von außen auch in die Stadt wollen, zu bedienen, ob man das schon geschafft hat. Wenn nicht, dann sollte man tunlichst das Auto auch weiter in die Städte lassen, denn ansonsten kommen die Menschen nicht mehr raus. Also eher die Menschen befragen, was deren Ansprüche sind, um in eine Stadt zu kommen. Und dann ist das Thema, neben dem Thema Erreichbarkeit, das Thema Sicherheit, ein immer größer werdendes Thema, ganz riesiges Thema. Das Thema Sauberkeit. Wenn ich mit meinen Kindern in die Stadt gehe, dann möchte ich, dass ich Rahmenbedingungen vorfinde, die Spaß machen. Dazu gehört natürlich Grün und Blau, Wasser und Grün. Aber es gehören auch Einkaufserlebnisse dazu und eine schöne, saubere Innenstadt, in der man Spaß haben kann, wo man verweilen kann. Das ist in den letzten Jahren ein Stück weit in der Diskussion verloren gegangen. Es gibt da viele Möglichkeiten und wenn man jeweils in der Stadt das eigene Konzept entwickelt, dann bin ich sicher, dass das auch eine positive Entwicklung ist. Bräuchte irgendwie einen runden Tisch in der Stadt, wo alle dran sind, die alle dran sitzen und die Bereitschaft haben, nicht nur zu diskutieren, sondern ja, auch Dinge zu entscheiden und zu setzen? Absolut, das ist sicherlich angesagt und Sie haben vorhin die ganzen Stakeholder ja schon benannt, die damit dabei sein müssen. Sie haben die benannt, ich habe von Ihnen. Zitat von mir, ja. Und, ich habe der Immobilienwirtschaft kommt da eine ganz besondere Bedeutung nochmal zu. Ich gehe davon aus, dass die öffentliche Hand ein großes Interesse hat, ihre Büros nicht mehr nach außen zu verlegen, sondern in der Stadt zu belassen, damit eben die Frequenz auch in der Stadt bleibt und nicht immer nach außen geht. So haben wir die Situation, wie wir sie in Frankreich haben. Das will, glaube ich, in Deutschland, in unserem Kulturkreis keiner. Aber wir müssen uns mit der Immobilienwirtschaft am Tisch setzen. Wir wissen alle, dass die Vermieterseite sehr fragmentiert, sehr divers ist. Es gibt große Fonds, es gibt Einzelpersonen, die auch davon leben. Fakt ist aber, wenn man eine Stadt erhalten möchte, muss man Rahmenbedingungen finden, wo alle davon profitieren. Und das heißt, dass wir uns auch mit den Mietverhältnissen austauschen müssen. Es müssen eher umsatzbezogene Mieten her, dass man die Attraktivität des Standortes wie auch des Geschäftes gemeinsam nach oben bringt und nicht Mieten, die rein an Index orientiert sind und die nur dazu geeignet sind, den buchhalterischen Wert der Immobilie auch hochzuhalten. Das ist ein falscher Weg. Wir sind in einer Transformation in Deutschland. Die Immobilien, die Bodenpreise verändern sich unterschiedlich. In manchen Städten geht es hoch, in manchen Städten geht es nach unten. Und dem müssen wir Rechnung tragen. Und eine lebendige Stadt, das gilt nicht nur für den Handel, sondern eben auch für die Gastronomie und Kultur, existiert immer dann, wenn die Geschäftsmodelle, die dahinter stehen, auch in der Lage sind, zu überstehen und zu überleben. Und ich lasse mich einen Satz noch sagen. Deswegen finde ich es auch immer sehr spannend, wenn unser Bundeskanzler sich hinstellt. Wir wissen ja, dass er an der einen oder anderen Stelle vergesslich ist, aber dass er jetzt, was das Thema Mindestlohn betrifft, wieder vergesslich ist, obwohl er erst vor 3 Jahren gesagt hat, ich mische mich da nicht mehr ein, das ist die Mindestlohnkommission, die macht das, und jetzt wieder das zum politischen Thema macht, das ist schon sehr komisch. Und das sind die zwei großen Punkte, die Personalkosten und damit das gesamte tarifliche Werk, was sich nach oben schiebt durch diese Mindestlohndiskussion und eben die Immobilienseite. Wenn die Sachen geklärt sind und die Stadt dann Erreichbarkeit, Sicherheit und Sauberkeit herstellt, dann bin ich sehr zuversichtlich. Können Sie uns mal verraten, als Verbandspräsident sind Sie ja sozusagen auch die politische Stimme des Handels in Berlin. Läuft sowas eigentlich ab? Fliegen Sie nach Berlin, gehen ins Restaurant Borchert und hoffen, dass der Herr Habeck da beim Essen ist, setzen sich dazu und wie passiert sowas?
Hatten uns auch mal ein Geheimnis. Wo ist das? Ich sehr gerne. Ich habe das Hinterzimmer. Ich habe einen dicken Bauch, aber ich gehe nicht ständig zu Bord als Essen. Also das ist eher, weil ich zu faul bin, Sport zu treiben im Moment oder zu wenig Sport treibe. Als CEO von Intersport. Mach das. Klar, ich mache das. Also wenn ich sagen würde, dass ich keine Bücher nehme. Nein. Es ist eine Frage der Zeit. Ich fahre Fahrrad und ich laufe. Alles okay, alles gut. Keine Sorge, das mache ich. Und ich habe früher in der Jugend viel Sport getrieben, mache das jetzt noch eher älteren Sport. Aber ich bin dabei. Sport ist mein Leben. Sport und Gesundheit sind systemrelevant. Das wissen Sie. Ja, ich bin ja auch New Kid on the Block, ganz ehrlich. 2 Jahre jetzt in Berlin, frisch und flockig nach Berlin gegangen, nachdem die Findelskommission mir gesagt hat, mach das mal, wir wollen dich, wir brauchen dich, du bist in der Öffentlichkeit bekannt, du machst über Intersport eine ganze Menge. Das können wir uns gut vorstellen, mal einen Non-Food-Händler auch an die Spitze zu bekommen, der dann auch den Handel ganzheitlich abholt. Das ist meine Aufgabe, also für alle etwas zu tun, nicht nur für einen Segment des Handels. Und dann machst du das mal, das kostet so 2 Tage im Monat, so 2 oder 3 Tage. Läuft das schon, davon kannst du die Hälfte virtuell machen. Virtuell im Monat, ja. Dann kannst du virtuell noch die Hälfte machen, dann wird das schon was, eine tolle Sache, ja. Und ich bin zwar nicht ganz naiv, aber ich habe das geglaubt, so ein bisschen. Und dann kommt man in der Realität an und ich muss dazu sagen, ich hatte das Glück, dass kurz nachdem ich ankam oder kurz vor dem ich ankam, war es so, dass auch der Politikwechsel stattgefunden hat. Und die Netzwerke in Berlin waren nicht mehr so wie die ganzen Jahre davor. Also es war für mich genauso schwierig, da reinzukommen, wie für alle anderen, die schon viele, viele Jahrzehnte davor da waren. Und dann besucht man, und ich bin sehr froh, dass der HDE das für mich organisiert hat. Der Hauptgeschäftsführer, die Hauptgeschäftsführer haben dann die Termine auch gemacht, Bundeskanzler, Minister, Staatssekretär, einmal rauf und runter, andere Verbände. Das war schon sehr intensiv. Und als ich dann gemerkt habe, was passiert denn jetzt mit dem, was man gesagt hat? Also man sitzt dort mit den Leuten zusammen und redet nett und alle nicken und sagen, oh, danke, das ist wirklich wichtig, gute Information. Als Unternehmenslenker geht man dann zurück und sagt, hey, prima, super, klasse, du hast das angebracht, die haben es aufgenommen, jetzt geht es in die Umsetzung. So, wenn sie dann das zweite Mal bei den ganzen Leuten sind, sie fangen wieder bei Adam und Eva an, sind so wie Pater Leppich. Sie sitzen da oben und immer kommunizieren. Wir sagen, diese Angelegenheit ist verdammt harzig. Ja? Also, bis sie da durchdringen, das ist schon schwierig. Und was ich auch gelernt habe, Lobbyarbeit ist in Deutschland eher so ein Fui-Bar-Faktor. Ja? Also man, Lobbyisten, lasst mich in Ruhe, will ich nicht. Und gerade die aktuelle Koalition hat da Berührungsängste. Ich dagegen glaube, und das versuche ich heute mal damit klar zu machen, Lobbyarbeit ist wichtig, denn wir können den Politikern, da komme ich jetzt gleich noch auf ein anderes Thema, was mich da wirklich nervt, wir können den Politikern Informationen geben, die sie da nutzen sollten, um ihre Arbeit sauber und richtig zu machen. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, ich habe mich gewundert immer, ich frage dann auch Herrn Lindner zum Beispiel, wissen Sie, und er ist ja ein sehr, sehr guter, also fachlich sehr guter Mensch, Sie haben entschieden in der großen Politik, dass für Sparkassen, Genossenschaftsbanken, kleine Banken, jeder Aufsichtsrat so einen Führerschein machen muss. Ich sage das mal ganz einfach, ja? Muss entsprechende Schulungen nachweisen und so weiter. Könnte man nicht mal darüber nachdenken, ob man, wenn man Politiker ins Amt das ist ja was Interessantes dann. Ja. Die Politiker, oh, gute Idee, nehmen wir mal mit. Ja? Also wenn der Politiker sagt, nehmen wir mal mit, dann wissen Sie schon, das dauert. Das dauert sehr lange. Aber Sie müssen ja auch mal. Aber jetzt mal ehrlich, da muss was passieren, auch das ist so eine Erkenntnis. Ich meine, es wird über politischen Prozess entsprechend gewählt. Die Menschen kommen in ein Amt, wo sie vielleicht gar nicht darauf vorbereitet sind. Da haben die Damen und Herren, vielleicht können die gar nichts dafür. Aber auch auf Staatssekretärebene. Also manche Dinge sind da deutlich zu hinterfragen. Wir müssen einfach mehr Professionalität da reinbringen und mehr Umsetzungswille, damit das noch schneller geht. Denn eine Sache ist klar, und da können wir uns alle darauf einstellen, wenn wir jetzt über Bürokratieabbau sprechen, die Regierung stellt sich hin und sagt, wir machen da Bürokratieabbaugesetz etc. pp. Wir bauen ein Gesetz hier ab und in den nächsten Monaten, verspreche ich Ihnen, kommen 4 neue Verordnungen aus Brüssel,
Also es wird immer mehr und immer mehr. Und die Dinge, die ich gerade angesprochen habe, Zahlungsverzugsverordnung, ist für uns alle im genossenschaftlichen Umfeld und im mittelständischen Handelsumfeld existenzgefährdend. Das muss jeder wissen. Mich wundert immer, dass das noch nicht so richtig in den Fokus gekommen ist. Das ist wirklich eine schwierige Sache. Und ich lade alle ein, daran mitzuarbeiten, in Ehrenamt, im Hauptamt, was zu tun für den Handel. Das ist nicht verkehrt. Aber sehr viel länger drüber reden. Ja, ja gerne. Einfach nächstes Jahr laden wir Sie wieder ein. Achso. Wir haben irgendwie noch zwei, drei Themen. Ja, wir sind nicht fertig. Wir sind nicht fertig, aber die wollen wir auch noch ansprechen. Das erste ist, wir haben hier ja Themen Künstliche Intelligenz, Retail Media, aber eben auch KI. KI in Heilbronn, ein Riesenthema durch das DeFi. Ja. Bleibt der mittelständische Einzelhandel auf der Strecke? Ja. Besteht die Gefahr, dass er auf der Strecke bleiben könnte? Nein, ganz sicher nicht. Ich habe gehört, dass Sie gestern über Retail Media auch gesprochen haben. Bei Intersport 2020 eine eigene Retail Media GmbH gegründet. Leider genau vor Corona, das war ein bisschen blöd, aber wir sind dabei geblieben, haben das umgesetzt im Adamic- und Non-Adamic-Umfeld, also Sport- und Nicht-Sport-Umfeld und sind damit sehr, sehr erfolgreich unterwegs. Kann man nur sagen, gehen Sie den Weg, machen Sie das. Ein Thema, was unglaublich rennt. Uns rennen die Marken die Tür ein und wollen auf die Daten, die dahinter liegen und auch auf die Möglichkeit, das gesamte Vertriebsnetz zu nutzen, Einfluss nehmen. Also eine super Sache, super spannend, super erfolgreich, sollte jeder machen, damit man weiterkommt. Darf ich da tatsächlich nochmal nachhaken, Retail Media, weil wir hatten gestern Diskussion, ist es für einen Händler eigentlich besser, ich mache in jedem Laden ein Display, bestehle und gebe es dann an eine Agentur und die soll das dann vermarkten, sagt dann vielleicht, dass Decathlon da keine Werbung machen soll, aber eigentlich verkaufe ich sozusagen, was nicht negativ gemeint ist. Oder wenn ich eine eigene Gesellschaft gründe, ich nehme wirklich selber in die Hand, was da gespielt werden soll, was ich nicht den Kunden beeinflussen, inspirieren will. Also eher das erste, Geld verdienen, direkt durch Werbeeinnahmen, oder eher das zweite, ich nutze das, um Branding auch zu machen beispielsweise. Wie viele Litfaßsäulen sehen Sie noch hier draußen? Wir haben, glaube ich, 26 Stelen auf dem Campus tatsächlich. Ja. Litfaßsäulen keine. Aber jetzt haben wir Also wenn Sie nur Informationen ausspielen, damit kurzfristig Geld verdienen, ist das vielleicht eine Sache für 6 Monate, haben Sie ein bisschen Spaß dran, aber dann ebbt das ab. Kann ich keinen empfehlen, das langfristig zu machen. Sie müssen es ins Geschäftsmodell mit integrieren. Das ist die große Kunst und da sitzen nicht nur die elektronischen Stelen, sondern da ist es auch mal das Schaufenster. Die Händler, die hier sind, sie haben Schaufenster, sie zahlen dafür Miete, sie können da so viel ausspielen. Und ich sage Ihnen, Brands sind da richtig scharf drauf, mal in ihr Schaufenster zu kommen, wenn sie die richtigen Kunden in ihrem Geschäft auch haben. Und nutzen Sie das, spielen Sie damit und dann machen Sie ein rundes Geschäftsmodell, denn auch die Kunden sagen, oh, da ist ja alle paar Monate was Neues, das ist mal spannend, da gehe ich mal hin. Wir haben doch das Problem, auch im mittelständischen Handel, ich hoffe, dass ich jetzt keinem auf die Füße trete, und wenn ich das tue, bitte ich das zu entschuldigen, wir haben doch diese Innovationszyklen, Zeiträume, die sind viel zu lang. Wie viele Händler können, wahrscheinlich auch aus dem aktuellen Geschäftsmodell heraus, nicht alle 2 Jahre mal wirklich etwas Neues auf die Fläche bringen? Die Innovationszyklen sind meist 10 Jahre oder länger. Das ist ein Riesenproblem. Mein Sohn sagt mir, Papa, ich möchte nicht in dem Geschäftsumfeld einkaufen, in dem du eingekauft hast. Ich möchte das auf meine Zielgruppe mehr ausgerichtet haben. Das müssen wir akzeptieren und wahrnehmen. Und dann sind solche Retail-Media-Konzepte super gut und intelligent, weil sie nämlich automatisch bezahlt, das ist ein neues Kaufambiente ermöglichen und den Händler damit attraktiver machen. Da sind wir ja gespannt, was im Intersport Geschäft uns erwartet. Ja, können Sie gerne reingehen, da ändert sich ständig. Und nicht nur alle 10 Jahre, das hoffen wir. Ja, wir haben gerade eine Investitionsinitiative hinter uns mit 60 Millionen Euro. Wir können mal gerne rumfahren. Wird spannend, aber auch das dauert. Ja. Jetzt sind wir tatsächlich schon bei der letzten Frage. Wir haben noch einen wesentlichen Unterschied zum Deutschen Handelskongress. Das Durchschnittsalter ist bei uns deutlich jünger. Das liegt daran, weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, vor allem in den hinteren Reihen ist es U25. Wir haben 150 Studierende von uns auch da. Wir haben attraktive Jobs zu vergeben, also wer kommen möchte, ist bei uns wirklich gut aufgehoben. Duales Studium, kein Thema, kommen Sie vorbei. Praktika,
bezahlt natürlich. Studierende wissen jetzt kurz der Disclaimer, das ist ein No-Go. Wir sind als duale Hochschule keine Plattform für andere Firmen, um unsere Absolventen abzuwerben. Wir bilden für unsere dualen Partner aus. Diesen Disclaimer möchte ich gerne gerade noch mal ganz kurz sagen. Nichts wegen uns. Wir können gerne noch viel mehr Studenten schicken, wir sind da, also das dürfen Sie gerne tun, ja, aber das Letzte schneiden wir raus. was sind Ihre Ratschläge auch an, wie kann man Karriere machen im Handel? Was muss man mitbringen? Also, der Handel ist doch eine der inspiriertsten Branchen überhaupt. So schnell, wie man im Handel Karriere machen kann und Geschäfte machen kann, geht es nirgendwo. Wir fangen als Auszubildende an und können als Unternehmer enden. Ist doch riesig. Das ist unglaublich, unfassbar. Sie können so viel Inspiration reinbringen. Sie müssen Menschenfreund sein. Sie müssen mit den Menschen reden können. Sie müssen in der Lage sein und willens sein, auch mal mehr als 34 Stunden, ist glaube ich jetzt die aktuelle Forderung, zu arbeiten und auch mal am Samstag zu arbeiten oder in den Abendtagen zu arbeiten. Das gehört dazu. Work-Life-Balance, das Wort können Sie streichen, denn der Handel, die Arbeit ist das Leben. Ja, da ist man Und nochmal, das meine ich wirklich ernst. Man hat ja häufig schon so einen Abgesang auf den Handel, der wird sterben. Also wir nicht. Ja, wir nicht. Ich auch nicht. Also das wird die Zukunft werden. Also werden wir viel mehr, die Menschen arbeiten weniger in Zukunft. Die Menschen brauchen dann Abwechslung. Wo gehen sie hin? Früher gingen sie zum Arzt. Ja? Jetzt gehen sie in den Handel. Ja? Sie kommen zu uns im Winter, wenn es kalt ist, kommen sie gerne in die Geschäfte. Im Sommer, wenn es warm ist, kommen sie in die Geschäfte. Sie kommen wieder in die Städte zurück, wenn wir nicht Museum daraus bauen. Und der Handel ist doch die Branche, die die Menschen auch mitnehmen kann, wo man sich austauschen kann und wo man, wenn man gut ist, dann auch etwas mitverkaufen kann. Verkaufen muss nicht das erste Ziel sein, muss die Menschen erst umgarnen, muss sie für sich gewinnen und dann kommt der Verkauf automatisch. Also wer Spaß am Verkauf hat, wer Spaß an Menschen hat, wer Spaß an Inspiration hat, der sollte in den Handel kommen und gerne auch in der Wanne-Ecker-Straße 50 vorbeischauen. Ich habe keinen Bock. Was keiner will, das heißt ja, oder? Aber das ist gar keine Ahnung. Ja, vielen Dank. Ja, danke, Maria. Vielen Dank. Gesagt, der war vor 4 Jahren da, dann haben wir gesagt, erst in 4 Jahren wieder. Aber Sie, wir können ja mal zusammen hier aufschlagen. Das, oder? Wäre auch nicht möglich. Ja, das machen wir. Es war noch ein Pläne, also wenn wir hier so die ganze Riege haben, Herrn Czarnowski. Das kriegen wir alles hin. Wenn Sie das wollen, machen wir das. Das nehmen wir auf. Nächstes Jahr.